Der Beste zum Schluss. Der Lokalmatador von Dresden. Ein Urgestein mit scharfer Zunge, ihr kennt ihn alle. Bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Fidel Castro. Also, liebes Sachsen, ich freue mich riesig, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich habe heute meine gelbe Jacke ausgelassen, weil ich da drin so dick aussehe. Und film mich meinen Bauch bitte. Also, der Wolfgang Greulich, der Aldi Schwab hat vorgelegt und dem möchte ich in nichts nachstehen. Es grüßt euch der Fiedler aus der Kurpfalz, aus dem schönen Nordbaden. Vor über 18 Jahren hat es mich aus München nach Dresden verschlagen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein gigantischer Aufstieg. Ich habe mir ganz tolle Zitate aufgeschrieben, ich habe mir ganz viel Corona-Zahlen aufgeschrieben. Vor den Zahlen möchte ich euch weitestgehend verschonen. Jeder hat sie schon mal gehört, aber nachdem vorhin der Name Susanne Schaper fiel, ist mir eingefallen, eine Zahl habe ich mir tatsächlich gemerkt und die hat Susanne Schaper im Oktober 2020 von der sächsischen Staatsregierung abgefragt. Und zwar wollte sie wissen, wie viel Geld haben denn die sächsischen Krankenhäuser dafür gekriegt, dass sie Plätze für mögliche Corona-Patienten frei halten. Und jetzt haltet euch fest, bis Oktober 2020 wurden 380 Millionen Euro an sächsische Krankenhäuser bezahlt, weil keine Patienten drin liegen. Weil ich so aufgeregt bin, ich habe eben noch Pfeffi getrunken. Nee, nicht den Pfeffi, Pfefferminztee habe ich mir mitgenommen. Ich wollte euch täuschen. Also, bevor ich das vergesse, ich grüße hiermit ganz lieb meine Tante Helga in Nordhessen, die etwas verzagt ist, und zwar stellvertretend für alle Menschen, die verzagt sind im Laufe dieser letzten 2 Jahre. Meine Tante Helga sei hiermit gegrüßt. Des Weiteren grüße ich meinen Sohn, und zwar stellvertretend für alle Kinder, die im Gegensatz zu den, das hätte ich beinahe Scheiß gesagt, zu den Politikern Masken tragen müssen, stundenlang im Unterricht, ihr Verbrecher! Und auch wenn es dem einen oder anderen hier nicht schmecken wird, ich grüße auch nicht unseren, sondern den sächsischen Ministerpräsidenten, den rückgratlosen Bückling, Michael Kretschmer! Und last but not least, man soll ja keinen vergessen, ich werde ganz viele vergessen haben heute, grüße ich auch den Dresdner Despoten Dirk Hilbert. Ich nenne ihn den Dresdner Despoten, weil er im Juli 2020 gesagt hat, großkotzig, nur Despoten würden Versammlungen verbieten. Des Weiteren hat er in der Sitzung gesagt, die gibt es noch als Aufzeichnung, er könnte keine Nacht ruhig schlafen, wenn das Versammlungsrecht von Mehrheiten im Stadtrat abhängen würde. Jetzt verbietet er bzw. seine Versammlungsbehörde regelmäßig Demonstrationen von sogenannten Querdenkern. Er hat in einem Zeitungsinterview entweder mit der Sächsischen oder mit der DN gesagt, ihm sei seine Zeit zu schade, um mit Querdenkern zu reden.
Stattdessen hat er sich der Initiative Haltung zeigen, deren Vertreterin ich heute auch gesehen habe, die Annalena Schmitz. Die haben sie aus Bautzen weggejagt als grünen Stadträtin, weil sie überall nur Nazis gesehen hat. Und jetzt steht die mit 10 Hansel an der Straße und zeigt Haltung. Es sei ihr gegönnt. So, jetzt komme ich zum Anfang von meinem geplanten Redemanuskript. Und zwar habe ich mir ein schönes Zitat, keine Angst, ich habe abgekürzt. Ein schönes Zitat, und zwar von einem Kirchenmann rausgesucht. Das Lateinische spare ich euch. Der Spruch geht, wer schweigt, scheint zuzustimmen. Lasst euch davon nicht täuschen. Die Kurzversion lautet, wer schweigt, stimmt zu. Stimmt nicht, gibt einen Riesenunterschied. Wollt ihr den Kretschmer absägen? Ja! Ja! Ausweisen! Wollt ihr die freie Impfentscheidung? Ja! Werdet ihr weiter, wenn wir uns auch Beruhigungspillen verabreichen, werdet ihr weiter auf die Straße gehen? Ja! Wir lassen uns unseren Schneid nicht abkaufen von irgendwelchen Danageschenken, die uns die Regierenden hinreichen! Niemals! Schon die zweite Seite, Markus. Ich bin gleich durch. Also. Warte, ich dachte schon, ich muss jetzt mal eine Pause einlegen, damit deine Stimme sich erholen kann. Ich wurde von einigen aufgefordert, weder den rückgratlosen Bückling zu grüßen und dafür zu sorgen, dass meine Stimme sich nicht überschlägt. Andere haben das Gegenteil gesagt. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Noch ein Zitat. Man hat es nie leicht als Versammlungsleiter. Ne? Die Redner halten sich nie an die Anweisungen. Aber nachdem ich aus dem ersten Block in den zweiten geschoben wurde, habe ich gedacht, lass es sausen. Also eigentlich bist du schuld. Du bist eigentlich an allem schuld hier. Danke, Markus! Und auch dem Markus danke ich nur stellvertretend, und zwar stellvertretend für ein super Team! Für ein super Team! Ich hätte mit Sicherheit auch aufgesteckt, wenn es die Querdenker in Dresden nicht gegeben hätte, die den ganzen Sommer über den Laden am Laufen gehalten haben und dafür gesorgt haben, dass der Protest nicht einschläft. Inzwischen sind viele Spaziergänge entstanden, ganz ohne Leitung, ohne Anmeldung. Und all diesen Spaziergängern möchte ich ganz ausdrücklich meinen Dank aussprechen. So, nachdem ich schon kundgetan habe, dass ich aus den gebrauchten Bundesländern komme und besser Wessi bin, bringe ich jetzt noch ein Zitat. Ein sehr schlaues Zitat von Hannah Arendt, die ich sehr verehre. Und zwar hat sie gesagt, das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Und genau in diesem Sinne bin ich radikal! So, damit es nicht zu lang wird und der Markus kein Herzwasser kriegt, verabschiede ich mich von euch mit einem Zitat und danach noch eine Aufforderung. Das Zitat ist von Gregor dem Großen, meinem Namensvetter. Ich heiße eigentlich Gregor. Und er hat gelebt von 540 bis 604, ist also schon eine ganze Zeit lang her. Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Und in diesem Sinne bin ich kein Wut, sondern ein Zornbürger.
So, jetzt meine Aufforderung. Unser geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilpert, der Dresdner Despot, steht dieses Jahr zur Wahl. Vor rund einem Jahr habe ich ein Bürgerbegehren zu seiner Abwahl initiiert, das noch die ein oder andere Unterschrift gebrauchen könnte. Am Stand bei der Hütte findet ihr die Unterschriftenformulare. Ihr könnt sie vor Ort ausfüllen, ihr könnt sie mitnehmen. Ich bitte euch inständig, tut euren Unmut kund, indem ihr mit eurer Unterschrift, wohlgemerkt als Dresdner Bürger, die anderen werden nicht anerkannt, kundtut, dass ihr diesen Oberbürgermeister nicht ein zweites Mal haben wollt. Und somit sage ich, danke Dresden, auf ein nächstes Mal! Danke Fidel, danke für deine gewürzte Rede. Ajo, ich hab's gern deftig. Super, also nochmal, danke Fidel, einen herzlichen Applaus für Fidel Castro.